Hallihallo und weiter geht's zu einer neuen Folge auf den Faction Server mit dem Hotman. Jo, auf geht's und wir gehen natürlich in unsere Faction. Natürlich war ich gerade wieder live online, wo wir geradet wurden. Finde ich voll klasse, wenn ich zugucken kann, wie die Leute zu blöd sind zu raiden. Im wörtlichen Sinne. Aber gut, das zum anderen Thema ein andermal. Ja, unsere Base, die ist jetzt kleiner geworden, viel kleiner, wir haben keinen Platz mehr. Aber ich habe jetzt ein paar OP Boxen gebaut. Und ja, wir sollten jetzt nicht mehr geradet werden können, also unsere Kisten sollten nicht mehr geradet werden können. Durch das Wasser hat man halt keine Möglichkeit mehr ein Creeper zu spawnen, beziehungsweise zu spawnen schon, aber nicht mehr den Hof gehen zu lassen. Und ja, das heißt, wir haben sich registriert. Endlich mal. Die Base ist zwar noch nicht groß genug dafür, dass wir alle Kisten zubauen können, aber wird sie demnächst. Jo, ist jetzt zudem. Was machen wir jetzt? Wir haben ja nichts mehr. Fällt mir auf. Also einige Sachen habe ich schon wieder beschaffen können. So wie Obsidian, ein paar Enderpearls. Egal, die ich noch verkaufen muss, weil ich brauche Kohle. Ich brauche nämlich einen Eisenspawner, um endlich hier mal Kohle verdienen zu können. Ich schaffe es hier einfach nicht aus dem Hintern zu kommen. So, machen wir das da auch noch hin. Ja, ihr seht, die Kisten, die verschließen sich immer wieder. Zack. Immer wieder schön zu. Hier haben wir Nothammer zu hängen. Der Vorteil ist, den können sie uns klauen. Hier kommen sie nicht ran. Selbst wenn sie irgendwie, ich glaube, die können, glaube ich, gar keine Blöcke abbauen. Aber selbst, könnt ihr mal gucken, wir bauen mal so einen Block ab. Guck, was haben wir jetzt? So, was haben wir jetzt hier noch? Die können wir. Das nehmen wir mit. So, und dann geht's mal wieder in die Farmwelt. Vorher sollte ich mal gucken, wie viel Money ich habe. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen Obsidian kaufen, um die Base zu vergrößern. Warum laufe ich denn, wenn ich nicht sporten will? So, und ab geht's. So, jetzt gucken wir mal. 6000 haben wir. Aber das können wir nicht hier anfangen. So, wollen wir mal gucken, wer uns das letzte gewailed hat. Ich meine, ich weiß es ja. Da ist er. Und er hat 2 Mitglieder. Ja. Die haben mich als letztes geradet, aber wir können mal gucken nochmal, wie hier überhaupt die letzten Raids abliefen. So oft wurden wir noch gar nicht geradet. Heute, gestern, 4 Tage vorher. Ihr seht, es läuft. Das ist cool. Fragezeichen hat uns geradet. Das heißt nicht wirklich Fragezeichen, oder? Manometer haben die Namen. Na gut, ich habe auch gerade keinen vernünftigen Namen. Momentan heißt unsere Faction Amazon, ne? Nicht Amazon zum Kaufen, sondern Amazone. Jo, aber der wird sich nichts ändern. Ich habe da schon einen im Kopf. Wahrscheinlich werden wir uns dann Berlin Army nennen oder so.
So, hier ist nicht viel los gerade, oder? Ach doch, ich glaube nicht, die Leute online. Ich habe nicht so viel in Ruhe. Da ist was. Nehmen wir mit. Was ist hier nicht hier los? So kann man auch wieder runtergehen. Ich dachte, ich mache heute auf den Sonntag mal eine Aufnahme, bevor ich zu meiner Schwiegermutter fahre. Das lohnt sich jetzt, das kommt nämlich gar nicht. Ja, bevor ich zu meiner Schwiegermutter fahre, mache ich mal eine Aufnahme, dass ihr Montag eine Aufnahme habt. Oder vielleicht einen Sonntag noch eine zweite. Ich habe gestern Abend schon mal die Kistentour aufgenommen. Jetzt nehme ich die Kistentour im Endeffekt mal am Tag auf. Immer noch ein bisschen verschnupft, das könnte wahrscheinlich werden. Das Kind macht hier wieder besonders viel Kraft. So. Da haben wir Underpearl Kuchen essen. Eigentlich könnte ich mir mal wieder einen Kick holen. Wieder nicht anhabe, aber eigentlich sind meine Kisten ja voll mit diesem scheiß Anfangskit. Bleibt da was. So, ein bisschen was schon mal kurz kratzen. Und jetzt nehmen wir das Lieblingskiste mit. So, jumpen wir hier rüber. Heute Abend werde ich die Base weiterbauen, damit die langsam mal größer wird. Vielleicht werde ich einen Livestream tun. Aber dann seht ihr ja meine Wände. Klar ist, dass meine Base größer werden muss, weil das Kabel ist ja sehr warm. Entschuldigt. So, nächste Kiste. Ich schaffe eine Kuh, nachdem gestern meine Kühe und alles gekillt wurden. Es ist schön, wenn ich wieder eine erschaffen kann. Und die Eier, die kommen nachher in der Tötungsmaschine. Da werden die Kühe dann auf Knopfdruck gekillt. Schwert machen kann, braucht, dann gibt es gleich gebratenes Fleisch dazu. Das kann man dann auch wieder verticken. Hier war da auch wieder eine. Hallo. Kiste.
Weiter geht's. Bewegen wir uns mal zum Friedhof. Ihr seht, die ist sehr okay, die Uhr, weil da sehr wenig Leute unterwegs sind, ne? Oder sehr selten Leute unterwegs sind, weil entweder die sind alle am Anfang oder sind am Ende der Welt. Es gibt halt auch größere Spots, wo man dann Kisten sammeln kann. Aber ich meine, der Spot reicht hier eigentlich schon. Wenn man sich das mal merken würde, wo die sind. Also, wie gesagt, ich habe Kisten als einmal. Auf jeden Fall. Weil die nicht mehr ist. Weiß ich nicht. So, erschaffe, erschaffe. Was ist ein Erschaffer? Ich weiß gar nicht. Ja, müssen wir Schmack aufpassen. Aber Zeit können wir hinstellen, ne? Dass wir in Ruhe was Fleischiges essen, ne? So, jetzt gehen wir hier rüber. Eigentlich sollten wir zum Haus laufen. Zum Haus, weil wenn man da angekommen ist meistens, dann sollte man Haus spielen lassen. Ja, gehen wir den Tag hier auf die Tür. Dann gehen wir dann reisen raus. Entschuldige an die Leute, die auf Folgentextes gewartet haben. Ich war jetzt ein paar Tage inaktiv. Wenig Zeit. Hier ist noch was zu essen, nehmen wir auch noch mit. Wenig Zeit gehabt. So. Damit jetzt wieder regelmäßig Folgen kommen, weil ich sie einfach vorher aufnehmen muss für euch. Wer natürlich eine andere Kistenstrecke kennt, der kann mir gerne in den Kommentaren schreiben. Auch so, wie am besten ich nur Base hinbekomme. Ich hab's nämlich langsam satt. Ob man den Weg nach innen findet. Gut, die erste Sache wäre, glaube ich, man sollte nur zu Löcher lassen. Aber es gibt halt gab eine Möglichkeit, eigentlich mit Treppschell, mit Klappen, die Base zu sichern. Aber irgendwie gab es für die Leute irgendwie eine Möglichkeit, die Dinger zu öffnen. So dass ich keine Möglichkeit hatte, sie damit zu sichern. Mein Sohn oder so hat mir allerdings auch gesagt, dass das wohl nicht funktionieren wird. Gut. Ich konnte nicht hören. Das waren die Sachen. Was ja auch kein Problem, jetzt haben wir sich gefunden. Ein bisschen vergrößern, dass wir mehr Kisten hin können. Und dann kommt da auf jeden Fall schon mal keiner mehr ran. Ich überlege gerade, ob ich euch sage, wie es funktioniert. Vielleicht im nächsten Video. Vielleicht zeige ich euch auch einfach. Auf jeden Fall sind da Kisten drin, das Lava drin, das nicht mal Wasser drin. Da ist eine Menge Obsidian drin verbaut. Und wie
merkwürdig, wenn es ab und zu mal ein bisschen laggt. Ne? Nicht meine Schuld. Ja, schreibt doch in den Kommentaren, ob ihr mich drüben haben wollt, über Faction. Mach ich bestimmt sehr gerne. Hey. Gut. Ja, mach ich auf jeden Fall. Wenn ihr das wollt, schreibt es in den Kommentaren. Dafür sind da, lasst ein Like da. Dass ich nicht gestorben bin. Und das ist wegen zu laut schreien. Aber trotzdem lasst ein Like da. Teilt es mit euren Freunden, mit Bekannten, mit dem ihr mit hier teilen möchtet. Und abonniert mich. Es gibt nur Faction. Ich hoffe, es gibt demnächst auf jeden Fall wieder Animunity. Und oh, große Überraschung, der Server ohne Namen hat einen Namen. Aber auch das werde ich jetzt nicht hier bekannt geben. Sondern wenn ich auf dem Server spiele, werden wir den Namen veröffentlichen. Und schon abgesprochen, ich würde, da ich da an dem Server mitarbeite, als Community Server sehen wollen. Ich hab's gewusst. Gut, ist trotzdem Like wert. Alle wieder weg. Ach man, ey, die sollen echt ihre Scheiße behalten. Tut mir leid, dass ich mich jetzt so ausdrücke, aber ist so. Echt, ich hab die Schnauze voll. So, am Ende des Videos nochmal richtig schön. Ja, ihr geht. Okay. Alles klar, Leute. Das heißt, ich bin raus. Bye, bye.
We'll be right back.
Thank you.